Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part God of War. Beim letzten Mal sind wir hier in diesem wunderschönen Wald, wunderschönen Gebiet stehen geblieben. Ich weiß gar nicht, was es genau ist. Wir sind auf jeden Fall bei einer Waldhexe zu Hause. Die haben wir beim letzten Mal kennengelernt. Nicht ganz so gewollt, weil wir haben ein, was war es denn? Irgendeine Art, ich würde jetzt sagen, Wildschwein gejagt. Die ist aber die letzte ihrer Art. Sie hilft dir da drin. Wir haben ein paar Blumen gepflückt. Atreus ist auch hier. Der hat beim letzten Mal auch sein Messer dabei verloren. War relativ friedlich der letzte Part. Falls ihr nicht gesehen habt, schaut gerne da nochmal rein. Dann wisst ihr Bescheid. Wir machen hier weiter und geben mal die Sachen ab, die wir jetzt gesammelt haben. Ja, genau was ich brauche. Wird er überleben? Ja. Dann gehen wir. Halt! Ich will euch danken. Ihr wollt eure Ruhe? Dieses Zeichen verbirgt euch vor denen, die eure Reise stören könnten. Lena. Lena. Hey, Milly. Es gibt eine Abkürzung unter dem Haus, über die ihr sicher aus dem Wald kommt. Geht den Weg nach unten und dann auf das Licht zu. Sehen wir dich wieder? So oft oder selten, wie ihr wollt. Und jetzt fort mit euch. Komm, Junge. Das war doch erstmal ganz nett. Eine neue Freundin, überleben Sie den Hexenwald, haben wir freigeschalten. Hexenkompass, Sie haben... Und nehmt den hier. Er dient euch in der Welt zu. Ist ein bisschen komisch, dass wir hier im Tutorial die labert. Und wird euch immer zu euren Zielen führen. Jetzt konnte ich es mir nicht mal durchlesen. Okay, hier oben wird mir jetzt irgendwas immer angezeigt. Spannend, ich finde das aber auch in. Mal kurz. Natürlich lebt er. Wo kommen die her? Ich werde da schon mal nicht runtergehen. Da ist irgendein Stein, da pocht was. Ich tue auch mal den abwerfen, aber das scheint ja, das ist kein Gegner. Kommt er da raus? Wahrscheinlich nicht. Was haben wir denn hier unten? Da ist eine. Ich muss noch mal ein bisschen wieder in die Steuerung kommen. Okay, so war schlagen, das war blocken und das war werfen. Okay. Ich werfe hier mal drauf. Okay, das bringt gar nichts. Ja, würde ich auch tippen. Oh ja, Atreus, schieß mal. Ne, auf den, genau. Zack. Au. Machen die viel Schaden? Ich habe nicht aufgepasst. Gift machen die auf jeden Fall. Ja. Au. So. Du siehst ein Boot. Ich sehe da drüben eine Truhe erstmal. Oh, da ist auch ein Boot. Tatsache. Kommen wir hier rüber? Würde sagen, nein. Ich guck mal gerade, können wir hier was machen? Ich wüsste nicht wie. Vielleicht lernen wir das noch im Verlauf der Story und wir müssen nochmal hierher kommen. Das weiß ich nicht. Ach, hier ist der hochgekommen. Okay, was haben wir hier? Was können wir wegschieben? Doch. Ist offenbar nicht schwer. Okay, hier haben wir eine Truhe. Die nehmen wir mit. Ich versuche, wie gesagt, ein bisschen was zu looten. Ist aber relativ blind, also ich wüsste jetzt nicht, wo viele Sachen sind. Auch wenn ich grob die Story kenne, wobei ich jetzt schon nicht mehr das Ende weiß. Kenne ich ein paar Momente aus dem Spiel. Habe ich ja alles in Part 1 erklärt. Können wir schwimmen? Nee, das heißt, wir bräuchten ein Boot. Genauso wie für die Truhe.
Okay, dann war es nur das hier, würde ich sagen. Und wir müssen Richtung Boot und können dann damit wahrscheinlich hier hin. Andreas, hier. Was ist das hier? Keine Ahnung. Kann ich? Wie komme ich dahinter? Ne, springen wir noch nicht drüber. Ach, wahrscheinlich damit, gell? Na, hier kommen wir nirgendwo lang. Okay, ich sehe erstmal nicht wie, darum gehen wir rüber. Die Truhe ist so offensichtlich, da ist irgendwas Wichtiges wahrscheinlich drin. Talisman der konzentrierten Vitalität gewährt einen Gesundheitsschub. Nice. Aber ich mag die Sachen, die wir gerade haben. Wie waren das nochmal? Wie konnte man die nochmal auslösen? Das eine war halten, das andere war RT. Ah, ich glaube, das haben wir noch nie genommen. Das hat 60 Sekunden Cooldown. So war das, glaube ich. Ja. Wohin damit? Wir haben jetzt ein paar Möglichkeiten. Kann ich selber lenken? Jetzt kommen wir schnell zum Berg. Ja, mal gucken. Ich kann gar nicht glauben, dass ich hier bin und all das tue. Es gab eine Zeit, da dachte ich, ich käme nie aus unserem Wald raus. Oder manchmal sogar aus meinem Bett. Krankheit konntest du nicht. Oh, ich weiß. Ich wollte einfach nur sagen, das hier ist toll. Ja, toll weiß ich nicht. Das ist gefährlich vor allem. Aber es ist halt was anderes, was er gewohnt ist. Warum, ich verstehe es schon. Okay, anscheinend kommen wir noch nicht hin dazu im Thron. Ich hoffe, wir kommen später irgendwann mal dahin. Hier kommen wir auch nicht lang. Ja, die Truhen waren fast schon zu offensichtlich. Darum tippe ich mal, wir kommen da einfach nicht hin. Mal schauen. Wenn ja, habe ich es jetzt verpasst. Folgen Sie der Anzeige und dem Kompass. Okay, da hat irgendwas nachgeladen. 300 Meter. Es sieht relativ sicher auf dem Wasser aus. Mal gucken, ob es auch dabei bleibt. Das wäre schön. War hier was? Nee. Wir müssen ja auch irgendeinen Punkt haben, wo wir anlegen können. Einfach so absteigen geht ja nicht. Sieh mal, wie nah wir sind. Wir treiben ins Meerwasser. Tun wir das? Riechst du es nicht? Wenn dieser Geruch das Meer ist, dann stinkt es. Das glaube ich. Der Hexenwald muss ja auch irgendwo mal kanalisationsmäßig irgendwie was. Da muss ja auch mal was geschehen. Sieh doch mal. Okay, es ist komplett überblendet. Gottes Donners. Genau. Du hast zugehört, wenn Mutter von Göttern sprach. Aber ich selten. Was ist mit einem, der keine Schmerzen fühlt? Oh, das klingt nach Baldur. Baldur. Ein Asengott, Sohn von Odin und Frigg. Und Odin ist der König. Das stimmt. Warum? Der Junge weiß anscheinend nicht, dass sein Vater ein Gott ist. Was ist das? Da gehe ich erstmal weg. Gebaut aus. Oder? Gehen wir da hin? Geh da mal hin. Ist schon gut. Wo müssen wir hin? 300 Meter. Dann ist das hier ein gutes... Dann ist das ein guter Weg. Aber ich glaube... Okay, das Spiel sagt nein. Ich weiß nicht... Also, jeder, der das Titelbild kennt, kann sich grob vorstellen, was das ist. Darum... Ich sag aber noch nichts. Bin ich mal gespannt, ob wir das noch in dem Part herausfinden werden. Das scheint hier aber ein ziemlich großer Bereich zu sein. Hier wird wahrscheinlich viel versteckt sein. Die Frage ist, lohnt sich das jetzt alles abzufahren? Einmal am Rand entlang. Hier ist nichts. Vielleicht kommen wir da irgendwann mal später weiter. Oder sollten wir lieber zur Mission? Da hinten leuchtet es. Das sieht auch aus wie das Story, also wie das, unser Ziel. Welcher Berg ist das, wo wir hin müssen? Ist sehr neblig. Könnte es... Nee, da ist es nicht. Der da, oder? Ich glaube schon. Warum müssen wir eigentlich diese beknackte Asche so weit tragen? Und das haben wir noch nicht rausgefunden. Warum sich das unsere Mutter gewünscht hat. War die da gerne einfach, oder? Fragen über Fragen. Okay, ich glaube, es bringt genau gar nichts, hier das Ganze abzufahren. Geh nochmal hier hinten lang. Aber ich sehe... Ich sehe nichts Besonderes. Klar, diese Insel, aber mal gucken, ob man da anlegen kann. Könnte aber auch einfach mehr Deko sein. Ja, vermutlich. Vermutlich. Gut, dann gehen wir mal zu unserem Story-Ziel.
Wo auch immer das ist, das wird das schimmernde Objekt da irgendwie sein. Nee, das ist das. Ich gehe mal zu dem schimmernden. Ich weiß, für Leute, aber wer es nicht sehen will, kann ja auch vordrücken. Oder in doppelter Geschwindigkeit sich das Ganze anschauen. Das ist ja schön. Was, irgendwie Gott des Sees? Können wir vom Boot aus kämpfen? Nee. Okay, ich hätte da jetzt versucht, da das abzuwerfen. Ich kann Runen sehen, auf der Brust. Sie sind kaum zu erkennen. Okay, anscheinend müssen wir doch hier hin. Was haben wir denn hier? Da steht, opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Erweckt damit die Wiege der Welt. Also, Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Wirst du es tun? Die Axt kommt nicht zurück. Schiffswrack, siehst du? Und da ist die Torstatue. Nur, dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Das Wasser sank, als die Schlange auftauchte. Oh, deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da! Und da ist der Berg. Sieh nur, das Gebäude führt vom Bergfuß bis zum Goldenen Tempel. War alles unter der Oberfläche. Bis auf die Statue. Zum Glück, hä? Hm? Und da ist sogar ein Dock. Da, neben der Flagge. Wir gehen zuerst zum Dock. Das war wirklich cool. Wir sind die Ersten, die seit wer weiß wann darüber gehen. Das stimmt. Und jetzt erklärt sich das Ganze auch, warum wir nichts finden konnten. Theoretisch können wir auch hier erstmal andocken. Hier gibt es eine Truhe. Ich sehe zwei Siegel schon mal. Eins, zwei. Wo ist das dritte? Ist das hier oben? Direkt hinter dir. Was denn? Ach nee. So, easy. Bei den Kämpfen muss ich mich immer ein bisschen konzentrieren irgendwie. Eins, zwei. Die müssen nacheinander wieder erklingen. Oder muss ich das hier erstmal wieder machen? Achso, wir haben alle drei. Ja, easy, warte mal. So. Nummer eins. Nummer. Na komm. Zwei. Drei. Reicht das? Ja. Sehr schön. Vielleicht haben wir ja jetzt schon mehr Leben. Was wird sein? Ich glaube schon. Drei von drei. Jo. Sie haben drei maximale Gesundheit erhöht. Nice. Und zwar ordentlich. Das lohnt sich richtig, die einzusammeln. Artefakt gefunden. Dann nehmen wir das noch mit. Was bist du?
eine Art Zeichnung. Vielleicht eine Karte? Vielleicht eine Schatzkarte. Zum Anzeigen des Tagebuchs können wir mal gucken. Ich habe gar keine Ahnung, wo. Vielleicht wird mir das angezeigt, wenn ich in der Nähe bin. Ich hoffe ein bisschen darauf. Aber ich glaube, war erfolgreich. Ja. Wir haben Erleben. Das heißt, ich würde jetzt mal da drüben andocken. Wir werden einfach mal den Rest vielleicht wann anders erkunden. Ich tippe mal, wir werden jetzt immer wieder hierher kommen. Das könnte so ein bisschen so eine Art Hub-Level sein. Vielleicht täusche ich mich aber auch. Weil es trotzdem noch vom Berg entfernt ist. So, dann einmal hier andocken. Aber hier finden wir sicher auch ein paar Sachen, die uns nützlich erscheinen. Hierüber. Okay, das ist nicht abwerfbar. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was die geredet haben, aber naja. Ist das der Weg zum Berg? Sieht so aus. Das sind doch der bärtige Klotz und sein Sprössling. Ich hab da was für euch zwei. Brock? Aber wie bist du... Das geht dich einen Dreck an. Und jetzt rein hier. Ich hab was für euch. Und versuch bloß nicht, mir meinen Platz zu klauen. Ich war zuerst hier. Na gut. Was er wohl will? Unsere Geduld testen. Das könnte gut möglich sein. Hören, kommen sie aus ihren Verstecken gekrochen. Sie werden sich prügeln, um meine Ware nur ansehen zu können. Wartet's ab. Rocks Lager entdeckt. Ich frage mich wirklich, wie der hier hingekommen ist. Okay, irgendwann müssen wir die Dinger hier, glaube ich, aktivieren können. Das ist zu auffällig. So, Hallöchen, Brock. Fang! Der Haufen Steine da. Mit diesem Schlüssel von Yggdrasil könnt ihr eine magische Tür zu den Ästen des Weltenbaums öffnen. Eine Abkürzung zwischen den Welten. Wenn ihr sie in der Welt seht, könnt ihr damit schnell zu mir zurückkommen. Geht aber nur in eine Richtung. Direkt hierher und sonst nirgendwohin. Und was ihr auch tut, werft euch niemals, 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 nie über den Rand des Weges. Es sei denn, ihr sucht den Tod. Das würde natürlich nichts bringen. Wir kommen nur so hierher. Okay. Rüstung verbessern, das hatten wir schon mal. Ich glaube, das haben wir schon gemacht. Die Verbesserung von Rüstung verbessert werde. Ja, genau. Klauenköcher. Verkürzt die Pfeilladezeit. Und Talisman. Einzigartige Effekte, die im Kampf hilfreich sind. Und reduziert die Abklingzeit. Ja, ist nice, aber... Weltenstaub haben wir noch nicht. Mal gucken, wo man das herkriegt. Zauber. Symbol der Bedrohung. Ein Zauber, der Vitalität um 3 erhöht. Ich weiß jetzt nicht, ob 3 viel ist. Der Abklingzeit um 3 erhöht. Runenkraft und Glück. Kostet jeweils 1000. Könnte man mal mitnehmen. Brustrüstung erstmal. Haben wir da irgendwas, was wir verbessern können? Wirklich? Nee. Armrüstung. 1 minus 4, nee, lohnt sich also nicht. Minus 8, nee, auch nicht. Hüftrüstung. Nein. Atreus-Rüstung. Was hat er gerade an? Sehe ich das gerade? Ist das die aus... Nee, das müssen alles andere Rüstungen sein. Axtknauf. Knäufe können an ihre Waffe angebracht werden. Jeder Knauf erhöht die Werte und verleiht einzigartige Boni im Kampf. Nice. Die verbessern alle was. Das heißt, Runen zum Beispiel generiert Bonusaktivitätschance auf einen Runensegen bei jedem erfolgreichen Präzisionsangriff. Hohe Bonusaktivierungschance auf einen Segen, der... Okay, die... Achso. Erfolgreicher Exekutionsspalter. Oder bei jedem Präzisionswurf. Was ist ein Präzisionswurf? Geringe Bonus bei jedem Runensegen bei erfolgreichem Präzisionswurf. Okay... Abklingzeit plus und Stärke plus. Für 3000, glaube ich, würde ich das machen. Ich weiß zwar nicht, was mit Scharfschütze. Auf Segen der. Ich habe halt noch keinen Zauber. Ich sollte mir einen Zauber, glaube ich, kaufen. Abklingzeit. Ich mache mal Vitalität einfach. Für 1000. So. Schauen wir dann mal. Artefakte. Zauber.
Symbol der Bedrohung. Ach, das war das, was wir gefunden haben. Ah, vielleicht hätten wir das mal ausrüsten sollen. Talisman war gewährt für einige Sekunden eine unbesiegbare Barriere. Wenn Kratos Level auf ein kritisches Level fällt. Das ist eigentlich gut. Ja, nehmen wir das mit. Für 3000. So, ein Talisman. Ausrüsten. Müssen wir mal gucken. Ja, können wir... Wir können hier nach Seltenheit gehen? Nee, okay, das sind andere Sortierungen einfach. Talisman. Ah, Moment. Ja, ah, wir haben jetzt einen hergestellt. Okay, wir hätten das aber auch hier mit ein bisschen weniger craften können. Okay, wir gucken mal kurz. Hier können wir nur Schilde und so. Der Bogen ist wahrscheinlich, ja, ist ein ganz normaler Clownbogen. Müssten wir gucken, ob wir einen anderen kriegen. Felsberührung. Das ist das, was wir haben. Und mehr haben wir auch nicht zur Auswahl. Dann haben wir oben, wie wechsle ich denn den Reiter nochmal? So. Dann haben wir hier... Okay, die sind schlechter. Die sind schlechter. Das sind wir schon gut. Ach ja, okay. Und jetzt hier haben wir eine Erinnerung an Kratos verstorbene Frau. Ach, das ist unsere Ulti dann, oder? Gewährt einen Gesundheitsschub, gewährt einige Barrierewänden. Das ist halt passiv. Damit können wir uns heilen. Ich nehme den doch. Hat sich jetzt nicht gelohnt, den anderen zu kaufen, aber... Ja, Fähigkeiten. Oh! Seit wann haben wir das denn? Halten Sie beim Ziel RT gedrückt, um den Axt aufzuladen. Mit einer Explosion von Frostschaden. Ist schon nice, wenn man damit beginnt. Drücken Sie während des Aufleuchtens nach einem und um die Leviathan-Axt zurückzurufen und der nächste Wurf oder Nahkampfangriff auszuführen, welcher bei Kontakt explodiert und bei Frostschaden verursacht. Okay, das ist nice. Wie viel haben wir denn eigentlich? Dann haben wir das hier. Hä, dafür brauchen wir Vitalität. Okay. Das kostet alles nur Geld. Ah, nee. Können wir noch gar nicht, oder? Ah, das sind zusätzlich... Warte mal, doch. Wir haben... Ah, wir haben XP, die wir... Okay, ich hab's verstanden. Wir können zwei Sachen leveln. Führen Sie Angriffe schnell nacheinander aus, ohne Schaden zu nehmen, um von... und um die Leviathan-Axt aufzulernen. Bei ihm wird der Frostschaden verursacht. Ach, die Sachen haben wir auch nicht. Halten Sie, um einen gnadenlosen Spaltangriff auszuführen. Halten Sie gedrückt, um einen Axtangriff auszuführen, der Gegner mehrmals trifft und sie bewegungsunfähig macht. Boah, ich glaube. Halten Sie beim Ausweichen nach vorne gedrückt, um schnell Angriff. Was? Okay, nee, das nehme ich nicht. Ein schwerer Angriff, der als Abschluss nach einer Combo ausgleicht. Drücken Sie RB, 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 RT. Boah, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich würde das Aufladen nehmen. Und das hier erstmal. Ja. Also, wir können auch der junge Level der... Oh, wir haben eine Karte. Ja, wir stellen hier... Oder ich stelle hier ziemlich viel fest. Okay, nice. Hier sind wir gestartet. Hier sehen wir noch das Symbol. Haben uns hier durchgekämpft irgendwie. Hier ist... Genau, die Schildkröte hier. Okay, so weit sind wir noch gar nicht gekommen. Hier ist der Berg, wo wir hin müssen, I guess. Und hier ist die Weltenschlange so ein bisschen. Hier geht's noch irgendwo hin. Stich austoben. Ja. Hier haben wir sogar Ziele. So, Moment. Oh Gott, Alter, wie viel kannst du denn leveln? Okay, die kosten aber nur 500. Um einen gegnerischen Block zu durchbrechen. Hatten wir schon einen Block in den Gegner? Nee. Halten Sie beim Kampf mit bloßen Händen RB gedrückt, um Gegner von den Füßen zu reißen und... Nee. Halten Sie beim Ausweichen mit bloßen... Nee. Bloße Hände mag ich nicht. Halten Sie beim... Nein. Drücken Sie mit bloßen... Nein. Drücken Sie mit... Nein. In Spartas Rage, ja. Haben wir auch noch nicht so häufig genutzt. Ich würde damit erstmal nicht gehen. Was hat der Junge? Hat der extra EP? Nee, der hat dieselben wie wir. Nee, 4 EP mehr und wir könnten mehr machen. Was haben wir hier? Versteckte Fähigkeit, okay. Atreus hilft Kratos, wenn Gegner in bestimmten Fall sind oder wenn Kratos angegriffen wird.
Kostet auch nur 500, also ist mir lieber als die anderen Sachen gerade. Wenn Atreus ein Gegner wirkt, kann, Atreus kann eine Reihe von Angriffen mit hohen Betäubungsschaden gegen Gegner in der Nähe ausführen. Das ist eigentlich nice, weil dann können wir die vielleicht weghauen. Erhöht Pfeilschaden? Ja. Erhöht die Feuerrate. Okay. Aber ich würde trotzdem mit den zwei Sachen gehen. Das haben wir ja. Genau, das haben wir. Dann nehmen wir das jetzt. Und wir nehmen... Halten Sie RB gedrückt. Muss mal gucken. Nein. Weg. Haben wir... Unsere Axt können wir nicht verbessern. Nee, dafür fehlt uns was. Den Clownbogen. Dafür fehlt... Okay, nee, geht auch nicht. Moment. Ne, wir können einfach halten. Und dann macht er das hier. Okay. Ich glaube, das ist das Neue. Ach ne, das war das Falsche. Okay. Und so machen wir B. Dann haben wir die Heilung. Das hier können wir aber immer noch nicht machen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier mal raus. Wir waren jetzt ziemlich lang hier. Aber muss auch mal sein. Ist da irgendwas? Sieht so in der Mitte so komisch aus. Ein Rad. Will ich das betätigen? Kann ich das betätigen? Ah ja. Ich mach mal. Das sieht aus wie ein Horn. Von Herr der Ringe. Was ist das? Ein Horn. Hier ist das Ende. Können wir reinblasen? Ohne die Folgen zu kennen? Sonst probieren wir auch alle Knöpfe und Hebel aus, die wir sehen. Die Folgen davon können wir absehen. Nein, das hier ist etwas anderes. Wir müssen deine Instinkte schärfen. Okay, dann geht's halt wieder runter. Okay, wir können auch nicht runterfallen, also Fallschaden wird in dem Spiel komplett negiert. Wir kommen jetzt aber nur hier weiter. Also ich würde mal tippen, dafür ist das Horn... Ach nee. Atreus fortgeschrittener Kampf. Führt sich nun sicher im Kampf und unterstützt Kratos, indem er Gegner physisch angreift, wenn sie ihm eine Möglichkeit bieten. Die Fähigkeit können im Fähigkeit... Okay. So, komm doch mal her. Nice. So. Ja, das ist dumm, gell? Und... Zack, ich mag das Axtwerfen. Na. Schade aber auch, gell? Und damit weg. Ja, wir können ja zum Glück keinen Schaden bekommen. Oh, das sind zwei Truhen. Das schauen wir dann. Ich nehme erstmal die Truhen. Sehr schön, Truhe Nummer 1. Hier, das scheint ein Aufzug zu sein oder so. Oh. Moment. Zack, damit kommen wir hier auch lang und dann geht das hier wahrscheinlich runter. Das sind coole Hebel, muss ich sagen. Was haben wir hier? Kann ich das einsammeln? Das glänzt so. Anscheinend nicht. Hier kommen wir auch nicht weiter. Hier kämen wir hoch. Aber das bringt alles nichts. Das auch nicht. Naja, dann gehen wir wieder hoch. Dann würde ich sagen, weil die anderen Parts meistens ein bisschen länger gehen, ist das doch ein super Ende, um hier erstmal aufzuhören und im nächsten weiterzumachen. Wir haben trotzdem einiges geschafft. Hier auf der anderen Seite würde wahrscheinlich dasselbe sein. Da haben wir auch ein Boot. Ja, ich glaube, das sind einfach nur Abkürzungen, um dann da hinzukommen. Wir schauen mal beim nächsten Mal, was das hier ist. Ich hoffe, ihr schaltet da wieder ein. Ich hoffe, euch hat auch der Part gefallen. Und dann sieht man sich hoffentlich im nächsten wieder. Bis dann, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.